Oh, und damit, Leute, willkommen. Ich bin der Bruger. Ihr seht hier Forspoken mit freundlicher Unterstützung von Square Enix. Deswegen ist das Ganze auch ein Product Placement. Ich habe es früher bekommen und darf es euch jetzt auch schon präsentieren. Ist von Luminous Productions gemacht worden. Ein Studio, das aus Square Enix entstanden ist. Nope, das war jetzt ein bisschen doof ausgedrückt. Eigentlich wollte ich nur sagen, dass Luminous Production ein Studio von Square Enix ist. Fertig, aus. Und die sind verantwortlich für so ein kleines Spiel namens Final Fantasy 15. Kennen vielleicht so ein, zwei Leute unter euch. Naja, wer weiß, Final Fantasy, habt ihr schon mal gehört. Ich habe es im Livestream damals gespielt und ich fand es richtig geil, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Auf jeden Fall spielen wir hier die New Yorker in Frey und sie gelangt auf irgendeine Art und Weise in das Land Athia und findet dort ein Artefakt, das sich Reif nennt, ganz simpel einfach. Und mit dem hat sie dann ein großes Repertoire zur Verfügung an Zaubersprüchen, mit dem sie sich gegen die Feinde wehren kann. Und die Feinde übrigens sind Bestien, die sich, ja, die sich halt aus Tieren und Menschen irgendwie über eine, wie soll ich das sagen, ist schwierig, über so eine Entität namens Bruch haben die sich verwandelt in Bestien und Monster und die müsst ihr bekämpfen. Ja, und es geht eigentlich nur darum, dass Frey wieder nach Hause kommt. Ihr könnt euch natürlich auch die Demo runterladen. Ich spiele es ja für die PlayStation 5, wie ihr gesehen habt. Gibt eine kostenfreie Demo. Und auf der PlayStation 5 natürlich haben wir noch die haptischen Trigger. Heißt, ja, man hat halt auch dieses Feedback, dieses Besondere, was so hoch gelobt wird. Finde ich übrigens richtig geil. Mir macht der Controller richtig Spaß. Ja, und natürlich wird es das Spiel auch für PC geben. Und da habt ihr dann noch schnellere Ladezeiten durch die SSD-Unterstützung von Samsung und so weiter. Ne? Hat auch AMD FSR2-Unterstützung und wie gehabt. Aber jetzt nicht so viel Schnickschnack hier. Ich sag, wir spielen es einfach mal an. Ich weiß nicht, ob ich es komplett durchspielen werde, weil, ja, so lange Spiele auf meinem Kanal, ihr wisst ja, wie es ist. So, dann gucken wir mal. Erkunde auf. Warte mal, wir gucken erstmal. Fokus auf die Story. Ist wahrscheinlich der leichte Schwierigkeitsgrad. Empfohlen für Spieler, die jeden Winkel der Spielwelt erkunden. Anspruchsvolle Kämpfe. Empfohlen für Spieler, die Erfahrung mit Action-Spielen haben oder Standard. Empfohlen für Spieler, die alle Aspekte des Spiels gleich interessant finden. Machen wir erstmal Standard. Wie gesagt, ich weiß halt leider nicht, ob ich es durchspielen kann. Von der Zeit auch, weil es kommt jetzt so viel raus, ne? Aber ich wollte es unbedingt auf jeden Fall austesten und euch zeigen auf meinem Kanal. Fokus auf Performance, Raytracing, wunderschöne Spielgrafik oder Fokus auf Qualität. Ich würde sagen, ja, wir nehmen Raytracing. Das kann man ja alles ändern im Laufe des Spiels, auch die Schwierigkeit, ne? So, aber jetzt kommt wahrscheinlich eine Intro-Sequenz. Alle haben etwas, wofür es sich lohnt zu kämpfen. Und ich wünsche euch viel Spaß. Ich liebe die Stimme übrigens. Familie, Freunde, wie Werte oder Heimat. Ganz egal, wer du bist, manche Sachen musst du einfach beschützen. Achso, das Spiel kommt übrigens morgen raus, am 24. Januar erst. Jetzt weiß ich's. Ich wünschte, ich könnte zurück und es mir erklären. Aber ich war dafür gar nicht bereit. Richterin Maya Bird hat den Vorsitz im Verfahren Das Volk des Staates New York gegen Alfre Holland. Die Anklage lautet versuchter Großdiebstahl. Sie plädieren? Nicht schuldig, euer Ehren. Verstehe. Nehmen Sie ihr die Handschellen ab. Also, bevor wir beginnen, darf ich Sie daran erinnern, dass Sie nicht zum ersten Mal das Gesetz gebrochen haben. Interessant schon mal, dass sie eine Diebin ist. Das linke Dokument erstmal lesen. Diplom. Hudson. Ah, hier, Hudson Pier High School, Abschlusszeugnis. Das habe ich lange nicht gesehen. Mittlere. Für die Police Department. Ah, einfacher Diebstahl, schwerer Diebstahl, Hausfriedensbruch. Okay. Nicht meine beste Seite. Ja, sie sieht ein bisschen Junkie-mäßig aus. Obwohl sie eine sehr schöne Frau ist, finde ich. Oh, ist sie adoptiert? Newborn found near Holland Tunnel. Ah, lass Toll, mich raten. So in alten Zeiten zu schwelgen. Sie ist nicht von dieser Welt. Sie kommt aus dieser Welt. Warum sind sie hier, Frey? Schwerer Welt. Diebstahl? Soll das ihr Weg sein? Nein, aber das Geld war für... Vergessen Sie's. Irgendwann müssen Sie endlich Verantwortung für Ihr Handeln übernehmen.
Haben Sie vom Gewohnheitsverbrechergesetz gehört? Es heißt auch Drei-Verstöße-Gesetz. Ich habe doch nie jemandem Leid zugefügt. Nur sich selbst. Zwei Vorstrafen wegen Diebstahls. Heute mitgezählt sind wir dann insgesamt bei 3. Dafür sitzen Sie unter Umständen ziemlich lange ein. Sie sind so voller... Potenzial? Ich könnte so viel mehr erreichen. Ich habe mein ganzes Leben vor mir. Ich wollte sagen, du bist so voller Wut und Verbitterung, dass ich nicht weiß, ob du je irgendetwas erreichen wirst. Okay, es wirkt persönlich. Aber, weil wir bald Weihnachten haben, werde ich dir ein frühzeitiges Geschenk machen. Wehe, du vergeudest es. Ich lasse dich gehen mit der Auflage, dass du 120 Stunden Sozialdienst leistest. Danke. Sie werden es nicht bereuen. Wenn wir uns je wiedersehen, bin ich nicht so milde. Kapiert? Gut. Kannst gehen. Ich find's halt komisch, dass sie gleich so persönlich mit dem Du werden im Deutschen. Also per Du ist vor Gericht jetzt eigentlich nicht wirklich angebracht, aber gut. Frey, einen Moment. Alles Gute im Voraus. Oder sie kennen sich halt wirklich schon privat. Es ist nicht zu spät, dein Talent zum Wohle anderer zu nutzen. Was für Talent, Diebstahl. Sie ist die moderne Rubina Hood. Bindungen. Ja, wie gesagt, ich wette, sie kennt sie und da ist irgendwas im Gange. 22. Dezember. Das war knapp. Die Richterin hat mir den Arsch gerettet. So viel Glück hat man nur einmal. Hey, hallo Sie, Ihr Handy. Du liebe Zeit. Danke Ihnen vielmals. Schon okay. Passiert jedem Mal. Sie sind meine Rettung, im Ernst. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Oh, sie hat doch ein gutes Herz. Aber warum hat sie dann geklaut? Ich muss nach Hause zu Homer. Die Arme braucht ihr Futter. Oh, eine Katze. Rays Abenteuer, ein ganz normaler Tag. Also geht's nicht direkt los, sondern wir haben erstmal so ein bisschen Vorgeschichte. Oh, shit, jetzt habe ich es weggedrückt. Sie bewegt sich halt nicht, deswegen habe ich gerade mal die Knöpfe gedrückt. Kapitel 1, an dem, was die Richterin sagt, war zwar was dran, aber ich kann einfach nicht ändern, wer ich bin. Und wenn ich noch einmal geschnappt werde, ist mein Leben vorbei. Deshalb muss ich auch schleunigst aus der Stadt verschwinden. Okay. Ich muss schleunigst nach Hause. Oh, erstmal über die Straße laufen. Oh, sie wohnt halt gerade echt um die Ecke, oder was? Oder gehen wir zur U-Bahn? Aber ich muss sagen, es sieht echt schick aus. Achte die ganze Zeit mal auf die Spiegelung. Oh, guck mal, volumetrischer Nebel. Ich hasse diese Kälte. Muss schnell ins Warme. Wisst ihr, Raytracing, das sind ja diese ganzen Spiegelungen auf spiegelnden Oberflächen. Hoffentlich sehe ich nie wieder ein Gerichtssaal von innen. Ja, sei froh, ey. Dass er dich so wegkommen lässt. Ich weiß ja nicht, wie alt sie ist, aber ich schätze mal so Anfang Mitte 20 und dann direkt mal in den Knast. Ich frag mich nur, was sie mit ihrem Talent wollen. Was für ein Talent hat sie denn? Wie gesagt, Diebstahl ist kein Talent. Hallo. Bye. Oh, fuck. Oh, Frey. Dachtest, wir finden dich nicht. Hey, Lisa! Lisa? Echt? Dachte, sie wäre Lisa. Das ist Chrissy! Tja, ganz ehrlich, du siehst für mich eben nicht aus wie eine Lisa. Wo ist das? Ich hab's nicht, okay? Es gab Komplikationen. Ich hab nicht vor, beim Autoclown erwischt zu werden, aber ist halt so. Ich will keine Komplikationen! Du bewegst dich auf Glatteis. Tja, das höre ich heute nicht zum ersten Mal. Das ist eine blöde Kuh, ey. Die Karre. Wieder. Ist nicht so einfach. Die Bullen haben sie. Was ist überhaupt das Tolle an der Karre? Das geht dich überhaupt nichts an. Der Boss, Mr. Giggen, ist wirklich übel drauf. Also hol das scheiß Ding wieder. Sonst geht's einer von uns an den Kragen. Darf ich sagen, wem? Oho. Echt witzig.
Gleich liegst du tot in dieser versifften Gasse und ich sag dir eins. Niemand wird dich vermissen. Niemand. Okay, du sagst dem Boss, Mr. Chicken. Gigan! Ich sag ihm, ich könnte ein bisschen mehr Zeit brauchen. Aber schau, ich schieß ihm was vor. Wow. Geh mir aus dem Weg, verdammt, los! Es ist krass drauf. Sie könnten sie immer noch einfach abknallen, nur mal so, ne? Flieh vor der Gang, Flucht vor den Mitgliedern der Gang. Wenn du nicht schnell genug bist, wird die Gang dich einholen. Mit L3 kannst du rennen und mit X springen. Nutze diese Fähigkeit, um deine Verfolger abzuschütteln. Jetzt gibt's kein Zurück. Hopp. Ich glaube, ich stell's doch mal um später auf, auf Leistung. Alles noch dran? Oh shit, ich hab's eilig. Tut mir echt leid. Ich muss echt einen Ausweg finden. Wo zum Geier steckst du, Frank? Oh shit. Weglaufen ist zwecklos, hörst du? Vielleicht nehme ich besser die Gasse. Oder du hättest doch gewartet, dass sie dich nicht sehen. Oh. Fuck. Okay, sie hat auf jeden Fall Skills. Oh, wann geben die endlich auf? Auf der Hauptstraße werde ich sie hoffentlich los. Warum ist sie eine Autodiebin? Bin fast da. Die Arme. Ja, nicht so geil für sie, ne? Die Situation. Kannst du jetzt auch wissen, wo sie wohnt? Ich sollte rein, bevor mir was abfriert. Aus wie Spider-Man. Ich weiß nicht, ey. Also du kannst dich ja nicht mehr raustrauen in so einer Situation, oder? Ah. Ich glaube nicht, dass sie Miete zahlt, so wie es aussieht. Ach komm, als ob das keiner von außen sieht, dass da Licht an ist. Home sweet hell. Oh Mann, die Arme, ey. Spielsysteme. Im Archiv findest du sämtlichen Lesestoff, auf den du unterwegs stößt und viele nützliche Informationen, zum Beispiel über die Menschen, denen du begegnest. Du kannst im Hauptmenü darauf zugreifen. Ich sag's übrigens gleich nochmal, also es könnten durchaus Spoiler hier vorkommen, wenn ihr das Spiel jetzt, oder wenn ihr das Video seht, bevor ihr es spielt. Weil, ist halt Story, ne? Was Ressourcen? Metallklumpen, wilder Moschus? Wilder Moschus war einst eine wichtige Zutat in der Küche Athias und wurde für seinen unverwechselbaren Duft und Geschmack geschätzt. Seinem wilden Namen zum Trotz wird er überwiegend von Landwirten angebaut, um die hohe Nachfrage zu befriedigen. Die Höfe jedoch fielen alle dem Bruch zum Opfer und so bleibt nur die tatsächlich wilde Variante erhalten. Bedenkenlos essbar ist er wegen der Verderbnis zwar nicht mehr, aber er kann immer noch zur Verbesserung von Ausrüstung verwendet werden. Interessant, es gibt Crafting, das finde ich ja geil, so Welt. New York City. Eine hektische Metropole, die von einem schillernden Meer aus Wolkenkratzern dominiert wird. Aber im Schatten, den die hellen Lichter der Stadt werfen, lauern Gefahren. Zu Weihnachten strahlen die Lichter noch heller, wenn die Stadt geschmückt wird und die Familien zusammenkommen, um die Feiertage gemeinsam zu verbringen. Der einsamen Frey ist bei diesem Anblick leider gar nicht festlich zumute. Was man verstehen kann. So, warte mal. Ich will mal... Ich stell mal auf Leistung, falls das jetzt gerade hier geht. Ah, nee, geht nicht. Oha, die Steuerung. Ralfs Radar, Ralfs Kompass, Zauberkräfte wechseln, Heiltrank verwenden, Lager aufschlagen. Auch das geht. Unterstützungsmagie aktivieren, ändern.
Angriffsmagie aktivieren, ändern. Bei voller Aufladung Magie einsetzen. L2 und R2. Gedrückt halten. Angriffsmagie. Magischer Parcours. Kreis gedrückt halten. Ah, hört sich voll gut an. Steuerung. Ja, lassen wir mal alles. Hier, machen wir die Qualität mal auf Performance. So. Bestätigen. So, Steuerung. Lass mal auch mal, wie es ist, glaube ich. So. In der Homer. Ich hätte es auch für PC spielen. Ich mag ja generell lieber alles auf PC, ne? Ihr wisst ja. Aber das Spiel kommt jetzt halt leider noch nicht raus für PC. Ich habe es für Konsole deswegen nur früher bekommen. Herbland. Das Zeug schmeckt dir nicht. Aber ich habe nichts anderes. Oh. Weil ich Billo-Katzenfutter. Ich frag mich, wo Homer steckt. Das ist eine Taschenlampe. Hey, wahrscheinlich hat sie ja auch ein scheiß Leben, wenn sie keine richtige Bude hat. Kein Wunder, dass sie dann klauen geht. Oh. Holland Tunnel Alfrey. Ah, das stand auf ihrem, auf dem Tuch, deswegen hat sie ihren Namen bekommen. Der Holland Tunnel, wo meine Eltern sich verdünnisiert haben. Wer lässt ein Baby an der Straße liegen? Ah, krass, oder? Wenigstens war es nicht der Queens Midtown Tunnel. Das wäre ein beschissener Nachname. Deswegen Alfrey Holland, ja. Die Goldenen sehen stylisch aus. Die Goldenen Schuhe sind cool. So hübsche Treterchen. Wer sagt denn Treter zu Schuhe, bitte? Alice im Wunderland. Verquerer und Verquerer, rief Alice. Wünschte, ich könnte durch den Kaninchenbau ins Wunderland abhauen. Schade, hey, wo ist denn die Katze? Jetzt ist ja abgehauen. Sie hat halt echt gar nichts, die Arme. Endlich kann ich neu anfangen. Ah. Wird auch höchste Zeit. Aber Geld hat sie. Escape Plan. Get enough cash, take care of Jijin shit. One last time. Gut, den Carrier für Homer. Das will ich mal sehen hier. Nur Geld beschaffen, ein letztes Mal um den Mist von Gagin kümmern. Futter und Transportbox für Homer, Fahrkarte kaufen, Penn Station, 23.12. abhauen. Ja, sieht aus, als hätte sie alles, was sie braucht, huh? Außer Homer. Arme Katze. Oh, da ist sie. Hey, Homer. Sorry, ich weiß, ich bin spät dran. Na, einsam? Oh, tja, danke. Aber mein Geburtstag ist erst in ein paar Tagen. Ganz ehrlich, den hätte ich jetzt fast vergessen. Bin so busy in letzter Zeit. Ach, tja, weißt du, ich war schwer beschäftigt. Audienzen geben, Drachen töten. Das bleibt unter uns, aber ich bin eine echt große Nummer. Eine Riesennummer. Alle zählen auf mich. Wir verschwinden aus dieser Stadt, Homer.
Weg von den ganzen Arschlöchern, dem Müll und den Korps. Ich habe genug Geld, dass wir neu starten können. Ja. Ich verspreche dir, wo wir hingehen, lieben sie Katzen. Sogar eine wie dich. Gott. Ich will endlich frische Luft. Blauen Himmel. Nie mehr davonlaufen, nie mehr Cops, nie mehr kämpfen. Keine Sirenen mehr vor allem. Morgen früh dann. Und wir von hier ab. Kann's kaum erwarten, von hier weg zu sein. Oh. Ja, das schwappt da doch gerade viel Sympathie über bei mir, allein schon wegen der Sprecherin, und dass sie halt echt so ein scheiß Leben hat, finde ich auch nicht gut. Oh nein. Oh. Shit! Homer! Los, komm schon, ich zieh raus! Warum fackelt jetzt die Bude bitte? Erst muss ich Homer finden. Ach so, lass die Tasche hier. Homer! Na los, Kleine! Oh nein! Homer! Ach, ein Glück. Die arme Miet. Wir müssen hier raus, schnell! Nein, nein, nein! Die Tasche! Ab durchs Fenster! Oh nein! Ihr miesen Wichser! Hab's gewusst. Wir haben dich. Diese dummen Penner, ey. Natürlich waren die das. Nun die letzte Meldung. Bei dem Feuer in einem leerstehenden Gebäude in Hell's Kitchen, Manhattan, handelt es sich um Brandstiftung. Zum Glück ist nur Sachschaden zu beklagen. Die Feuerwehr sieht örtliche Bandenmitglieder in der Verantwortung. Bisher wurde noch niemand festgenommen. Oh nein, ihr ganzer Plan ist im Arsch und sie hat nichts mehr, gar nichts. Ich verstehe es aber nicht, sie hätten sie einfach abknallen können. Im Schlaf. Frey. Was ist passiert? Du siehst ja aus. Sind Sie allergisch? Was? Katzen. Haben Sie eine Allergie? Nein, ich liebe Katzen, aber bist du in Gefahr? Gut. Sie mag Nassfutter, das Fasrige, mit Stückchen. Sie hat's gern warm zum Schlafen. Manchmal will sie auch auf den Schoß. Und sie muss baden, aber viel Glück dabei. Frey, was ist passiert? Ihr Name ist Homer. Bitte kümmern Sie sich um sie. Bitte! Was tust du da, Frey? Das Richtige. Ich brauche Zeit, um ein paar Dinge zu regeln. Danach hole ich sie ab. Vielleicht dauert's eine Weile. Frey, warte. Egal was ist, ich kann helfen, Frey. Frohe Weihnachten. Oh. Na also, Homer ist in Sicherheit. Aber was soll ich jetzt machen?
Boah, ey, die Arme, oder? Wie passend. Oh nein, es ist Weihnachten, Schlag Mitternacht und es schneit und sie hat Geburtstag. Danke, Mom. Nein, so bin ich nicht. Nein, ich krieg das hin. Ich hol Homer ab und verschwinde aus. Das merkwürdige Licht. Ich wollte schon sagen, ist sie jetzt mit Parkour hochgekommen oder ist sie da einfach so hochgeklettert? Über eine Leiter. Also wie gesagt, dafür, dass sie eigentlich nichts mehr hat, war sie eben noch ein bisschen... Dieses Sarkastische, das... Ja, war ein bisschen komisch. Müsste eigentlich voll niedergeschlagen sein. Schönes Teil. Nope, so komme ich leider nicht rein. Ich muss woanders suchen. Wieder klauen, ja? Die Luft ist definitiv rein. Den Ring von Shang-Chi. Mann, oh Mann. Das lassen die einfach hier? Das ist also der Reif, hä? Oh, was? Okay. Ja gut, dann bleibt mir nichts anderes übrig. Dann würde ich sagen, das war der erste Part, liebe Leute. Von Forspoken. Bleibt dran, wenn ihr mehr sehen wollt. Je nachdem, wie es mir gefällt, wie es euch gefällt, vor allem auch, werde ich es noch ein Stückchen weiterspielen. Aber wie gesagt, ich wollte es eigentlich nochmal anzocken für so, keine Ahnung, 5 Videos oder sowas. Es soll halt auch sehr lange gehen. Ne? Es ist eine Open World mit vielen Dingen, die man tun kann, die um zu erkunden. Deswegen, ja, seht's einfach wie das oder als das, was es ist, als Product Placement. Aber ja, nächstes Mal geht's weiter. Jetzt muss es halt erstmal 50 GB und ein paar zerquetschte runterladen. Und ja, schreibt mir in die Kommentare, wie es euch gefällt bisher. Wir sehen uns wieder zu Forspoken beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.